Und damit recht herzlich willkommen zu dem zweiten Let's Play parallel zu Syberia Teil 1. Hier ist die Goretti und ich spiele Assassin's Creed 2. Ja, juhu, ein Spiel, das ich schon sehr oft durchgespielt habe, natürlich. Ich werde den Story-Modus natürlich durchspielen. Ja, das hatte ich hier kurzfristig angelegt. Das werde ich jetzt löschen, um so ein paar Sachen zu auszuprobieren. Ja, die Sitzung möchte ich wirklich löschen. Ich möchte ein neues Spiel erstellen. Genau, das nenne ich nicht Desmond. Das nenne ich genauso wie gerade eben auch Let's... nimmt er das? Nein. Nimmt er natürlich nicht. Play und... Dann legen wir mal los, oder? Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich. Los geht's! Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern, zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel, ein Artefakt, einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie, so behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Na dann, Desmond Miles, legen wir mal einfach los. Ja, okay, es geht von alleine los. Sehr schön. Oder auch nicht. Beliebige Taste drücken. Ah, jetzt wird es uns angezeigt. Sehr schön. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los. Ja, ist ja gut, Lucy. Ganz locker. Lucy kennen wir ja noch aus Teil 1. Teil 1 habe ich übrigens auch gespielt. Aber... Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor Sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Natürlich, Lucy, was immer du sagst, junge Frau. Ja, wie gesagt, Teil 1 habe ich zwar auch gespielt, aber es ist... Ich komme mit der Steuerung nicht so klar. Für ein Let's Play, naja... Viele mögen ja sagen, ist ja nicht viel anders als Teil 2. Doch, es ist anders. Oh yeah, Subjekt 17 Desmond Miles. Für mich zumindest anders. Und Subjekt 16 vertraulich. Sucht nach relevanten Erinnerungen. Sehr schön. Ah, was freue ich mich auf den Animus. Das heißt, Subjekt 16 und wir... Wow, was ist los? Genau, was auch immer. Nochmal. Das, was sie sagt. Und jetzt kommt's. Achtung. Es ist raus. Yeah. Es ist ein Junge. Ein Junge. Oh, Liebling. Es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Nein. Nein. Mir. Giovanni. Meine Liebe, alles wird gut. Ganz mein Motto. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe.
Und wie hier lernen wir, wie wir unseren Protagonisten bewegen. Los geht's. Oh, falsch. Das war jetzt richtig. Und das Köpfchen, sehr schön. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Da ist er geboren. Yeah. Halleluja. Oh je, das war blasphemisch. Das sollte ich nicht machen. Sehr schön. Ein super geniales Spiel. Ja? Ja? Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Mensch, Lucy, was bist du hektisch? Locker, locker, junge Frau. Ich komm ja, Lucy. Oh, wir können auch laufen, das ist schön. Auch richtig schnell, ja, können wir. Oh, schick hier, ne? Und wir kommen hier wirklich raus? Hey, warte mal, Lucy. Nicht so schnell. Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Leise. Oh, oh. Bleib bei mir. Ja, natürlich, hey, unbedingt. Wir haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Mach doch, mach doch. Forschungstrakt. Wiederhole. Zwischenfall im Forschungstrakt. Glaswände. Schick. Hier müsste man... Da sind sie. Lasst sie nicht entkommen. Eieieiei. Lucy. Ei. Oh. Scheiße. Das machst wohl laut sagen, Desmond. Das war heftig. Wohin? Wohin, Lucy? Was denn? Was denn? Ah, hinein ins gute Stübchen. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Kein Thema, Lucy. Ich bin voll dabei. Hier geht's raus. Na dann mal los. Desmond, warum rennst du nicht, mein Freund? Vorsicht. Ja. Okay. Ich weiß Bescheid. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Klar doch. Okay, dann mal los. Auf geht's, Lucy. Da ist schon die erste Wache. Ist das ein Animus? Vorsicht. Ja, wovor? Ah, Wachen. Alles klar. Okay, ich komme, Lucy. Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Halt! Bleib bei mir. Ja, ich bin ja hier. Lucy, hier sind überall Wachen. Sagt man Animusse oder Animi? Oh Gott, was oh Gott. Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond. Ah, geschafft. Wir haben den Raum durchquert. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Genau. Wozu haben wir denn unsere spezielle Fähigkeit? Das Adlerauge. Scheiße. Ganz locker, Desmond. Du schaffst das. Komm. Das ist von dem Spiel so programmiert. Du wirst das schaffen. Super. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Yay! Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Hier geht's raus. Oh. Lucy, wo hast du uns hier hingebracht? Na gut, Jungs, kommt mal her. Zack! Ja, als Desmond können wir noch nicht so viel, aber dafür Lucy umso mehr. Du, meine Güte, guck mal, die haut richtig rein, die Frau. Sehen wir da was? Oh, jetzt hat sie selber was vor die Mappe gekriegt. Ich konzentriere mich gerade auf Lucy. Vielleicht sollte ich mich eher auf Desmond konzentrieren. Komm schon, Lucy. Hilf mal mit hier. Jetzt kommt sie. Oh. Habt ihr das gesehen, was sie da hinten gemacht hat? Eieieiei, die Frau ist echt der Hammer. Ja, mit einem Schlag, Lucy. Okay, fertig. Weiter. Rein. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz.
Oh Mann. Du bist ein bisschen krass. Wir sind fast da. Oh nein, jetzt sitzen wir im Kofferraum eines Autos fest. Wie toll ist das denn? Bitte schön, nicht. Yay! Na, da bin ich ja mal gespannt, wo du mit uns hin willst, Lucylein. Angekommen. Na toll, ich dachte, wir wären irgendwie im Freien. Durchgeschüttelt, im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Klar, Lucy, alles wird gut. Wart's ab. Wir schaffen diese Schweine von Abstergo. Oh, ich krabbele gerade hinter ihr her. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Nein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Ja, wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Kein Thema. Ja, und jetzt können wir eigentlich noch mit diesen Ladies und Gentlemans... da komme ich gar nicht rüber. Guck mal. Wo sind wir hier, Teufel und Eins? Erstmal noch reden und das machen wir auch. Also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Alles klar, Lucy. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Ah, wieso denn Arschloch? Ich mag ihn. Tut mir leid, Desmond, ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Kein Thema, Lucy. Ich geh mal zu dem Menschen da hinten hin, den ich gerade Arschloch genannt habe. Und schau mal, was er denn so zu sagen hat. Was ist denn das für ein Zeug?
Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Ich mag ihn irgendwie, den Sean. Hallo, Desmond. Hau ab. Alles klar, mein Freund. Alles wird gut. So, kann ich mit dir noch reden, liebe Rebecca? Hey, Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz. Keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Alles klar, liebe Rebecca, hast du sonst noch was zu sagen? Hey, warte mal, da war doch noch was. Könnten wir eben noch mal miteinander sprechen? Ich hatte doch gerade... Du wolltest mir doch gerade noch was sagen, also bitte... Sag mal, das ist so schnell vorbei. Keine Zeit. Ah, okay, keine Zeit. Ja gut, das heißt, uns bleibt eigentlich nur in den Animus zu steigen und zu sehen, was so unser Protagonist, der zweite in dem Spiel, nämlich Ezio Auditore da Firenze, sonst noch so zu machen hat. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Schnitt. Das war jetzt das erste Video. Viele werden noch folgen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran, dabei zuzugucken. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und gesund. Und bis demnächst dann in diesem Theater, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!